Ist nicht gut. Alles nicht so einfach. Hallo zusammen, ich begrüße euch und zwar heute zu meinen Favoriten aus dem Monat Oktober. Heute ist der 2. November, ja, der November ist da. Das Jahr ist fast zu Ende. Bin irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das finde, dass dieses Jahr fast zu Ende ist und nur noch 2 Monate hat. Und ja, ich freue mich wahnsinnig auf Weihnachten. Und ja, ich freue mich so, vielleicht aber auch nur so ein kleines Klitzebisschen auf meinen Geburtstag in diesem Monat. Aber irgendwie ist dieses Jahr einfach so krass geflogen und ich weiß gar nicht, ja, ich weiß so nicht genau, wie ich das finden soll. Übrigens heute mal mit Mütze, weil meine Haare irgendwie heute was ganz, ganz Komisches machen. Und ich denke, im Herbst ist das ganz okay, auch wenn ich dann mal drin mit einer Mütze rumsitze. Ja, worum es in diesem Video gehen soll, sind meine Favoriten aus dem Monat Oktober. Hierbei habe ich jetzt nicht nur irgendwelche Kosmetik- und Schminksachen rausgesucht, sondern auch andere Sachen, die ich ja, im letzten Monat einfach sehr, sehr gerne benutzt oder gemacht habe. Aber kommen wir als erstes mal zum Thema Pflege. Und zwar habe ich hier ein Produkt von Balea. Das ist dieses Beautyöl hier. Ein 4-in-1 Beautyöl von Balea. Ihr habt das vielleicht schon in meinem letzten DM-Haul gesehen, in meinem Notfall-DM-Haul. Da habe ich das gekauft. Ich glaube, das war im August. Und ich habe es danach auch irgendwie so hin und wieder mal benutzt und jetzt im Oktober habe ich das aber wirklich lieben gelernt. Das hat sich inzwischen wirklich in meine Pflegeroutine so eingeschlichen, nenne ich es jetzt mal. Ich benutze das hauptsächlich für meine Oberschenkel und reibe die nach jeder Dusche wirklich damit ein und ich muss sagen, die Haut, da fühlt sich jetzt, seitdem ich das regelmäßig benutze, einfach viel, viel gepflegter und viel schöner an. Und ich muss sagen, es steht auch drauf, zieht schnell ein und das tut es wirklich. Es hinterlässt aber einfach ja, einen richtig schönen Schimmer auf der Haut und ich finde es richtig, richtig klasse. Deswegen absoluter Favorit von mir und gerade jetzt, wo der Winter vor der Tür steht, kann man so ein Pflegeöl ja sehr, sehr gut gebrauchen, da die, ja, ich denke bei den meisten die Haut da einfach sehr, sehr pflegebedürftig ist. Dann habe ich hier 2 Lippenprodukte, die ich sehr, sehr gerne benutzt habe. Und das sind beides keine Sachen, die ich irgendwie neu gekauft habe in letzter Zeit, sondern wirklich Sachen, die ich schon lange zu Hause habe. Und das erste ist ein Gloss, nämlich dieser hier. Sieht so aus. Der ist von The Body Shop. Und ich habe den gekauft, das ist Jahre her, also wirklich sehr, sehr lang. Und ich bin meine Lipgloss-Kiste irgendwie vor ja, Anfang Oktober durchgegangen und bin auf diesen Gloss hier gestoßen. Und habe gedacht, ja, das ist eine Farbe, die passt einfach perfekt in den Herbst. Das ist, also das ist, wie gesagt, von The Body Shop, ein sogenannter Love Gloss. Kennt man daran, dass so ein paar Herzchen oben dran sind. Und ich glaube, weswegen der auch Love Gloss heißt, weil der Applikator eine Herzform hat. Und ich habe hier die Farbe 02. Ich meine, ich habe es im Internet nachgeguckt. Es steht nicht hier drauf, aber sie heißt irgendwie Golden Coral oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es so ein bräunlicher, ja fast schon Bronzeton mit sehr, sehr vielen Schimmerpartikeln. Und im ersten Moment, als ich ihn aufgetragen habe, war so, oh nee, da sehen meine Lippen ja wirklich ganz merkwürdig braun mit aus. Aber wenn man den, den Gloss dann wirklich verstreicht auf den Lippen, hinterlässt es wirklich so einen zarten, braunen Schimmer und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe ihn sehr viel getragen, auch jetzt gerade zum Beispiel trage ich ihn auf den Lippen. Und ich habe nachgeschaut, dieser Gloss ist zwar schon mehrere Jahre alt, wie gesagt, man bekommt ihn aber beispielsweise noch online bei The Body Shop Österreich. Ich habe ihn jetzt beim deutschen Body Shop online versandt nicht direkt gefunden, aber komischerweise beim, ja, bei dem in Österreich. Das heißt, falls ihr euch diese Glosse nochmal näher anschauen wollt, könnt ihr da mal im Online-Shop vorbeischauen. Und die zweite Farbe, die ich am allerliebsten auf den Lippen getragen habe im Oktober, ist ein Lippenstift von MAC und zwar die Farbe Naked Paris. Das Ganze sieht so aus und ja, man sieht, dieser Lippenstift wurde schon ganz gut benutzt. Es ist so ein dunkler Beereton mit einem ganz feinen Schimmer drin und der gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe ihn ja, wirklich, wie gesagt, sehr, sehr gerne getragen. Passt einfach diese, ich meine, diese dunklen Beeretöne, die passen einfach perfekt in den Herbst. Und ja, MAC Lippenstifte bin ich sowieso ein großer Fan von. Die halten einfach richtig klasse und deswegen ein verdienter Favorit im Oktober von mir. So, das letzte Produkt, das ja, so in die Kategorie Beauty einzuordnen ist,
ist ein Blush und zwar dieser hier von Essence. Ihr kennt ihn vielleicht aus der Me & My Umbrella LE. Ich bin halt absolut der, wenn es um LEs geht, bin ich absolut der Blush-Käufer. Deswegen an Blushes habe ich echt auch fast nur LE-Produkte zu Hause. Ich habe wirklich kaum reguläre Blushes da, sondern fast immer nur LE-Produkte und da durfte dieser hier von Essence natürlich auch nicht fehlen. Das, was ihn besonders macht, ist einmal, ich finde einmal natürlich diese Verpackung ganz toll und diese schöne Prägung, die er hat, die ist bei mir inzwischen leider kaum noch zu erkennen, da ich ihn wirklich sehr, sehr oft benutzt habe. Und die Farbe ist natürlich der absolute Knaller. Es ist so ein, ja, so ein Rosé-Rosenholzton, der aber auf den Wangen wirklich, wie ich finde, sehr, sehr schön und dezent wirkt und nicht so knallt. Und ich finde, bei mir im Herbst gab es auf den Lippen knallen und dann nehme ich die Wangen aber lieber ein bisschen zurück. Und da war dieser hier, dieser Blush einfach wirklich perfekt. Ich habe ihn sehr, sehr gerne benutzt und deswegen, ja, absolut ein Favorit von mir. Sonst aus dieser LE von Essence habe ich mir auch noch den Lippenstift mitgenommen, diese ganz dunkle Farbe. Den konnte ich aber leider bisher noch nicht benutzen, da ich festgestellt habe, dass ohne Lip Liner ja, dieser Lippenstift halt einfach überhaupt nicht geht. Ich habe versucht, ihn mir aufzutragen und es sah einfach nach einer Katastrophe aus. Es war überall drüber gemalt und ja, gar nicht cool. Deswegen muss ich da erstmal einen Lip Liner zu kaufen, bis ich diesen Lippenstift benutzen kann. Aber sonst aus der LE dieses Blush wirklich sehr zu empfehlen. Ja, so viel zum Beauty- und Pflegebereich und das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch, dass ich das als Favorit mit in dieses Video nehme, aber ja, ich kann es nicht anders sagen, es ist einfach ein Favorit von mir im Oktober gewesen und zwar ist das meine Färbflasche, denn es war ja teilweise im Oktober wirklich schon sehr, sehr kalt, aber ich sehe es einfach nicht ein, da schon die Heizung anzumachen. Also ich habe teilweise wirklich auf dem Sofa abends gesessen und gefroren und ja, aber Heizung geht bei mir im Oktober noch nicht, das ist so... nee, möchte ich einfach irgendwie aus Prinzip nicht. Es waren ja wirklich teilweise noch wirklich schöne warme Tage, aber manchmal waren auch wirklich Tage dabei, gerade die Abende, wo es einfach wirklich kalt war und da kam mir diese Wärmflasche einfach wirklich sehr gelegen. Das ist übrigens ein wunderschöner Umschlag für die Wärmflasche, den meine Schwester mir mal genäht hat und geschenkt hat. Ja, das war wirklich jeden Abend mein Begleiter auf dem Sofa und ich mag es auch besonders gerne, mir dann die Wärmflasche schon wenn ich mich fertig mache, um ins Bett zu gehen, mich abschminke und creme und so weiter, mache ich mir dann, lege ich mir eine heiße Wärmflasche ganz gerne schon mal ins Bett unter die Bettdecke und die wärmt das Bett dann einfach schon mal vor. Und dann hat man nicht so, kennt ihr das, wenn man ins Bett steigt im Winter und es ist einfach nur kalte Bettdecke und es dauert erstmal, bis sich das alles so von der Körperwärme erhitzt. Ja, dann habt ihr das Problem nämlich nicht, deswegen vorm Schlafen gehen, Wärmflasche ins Bett und es ist einfach nur himmlisch. Kommen wir ein bisschen zum Bereich Deko oder Ambiance, wie man es auch nennen möchte. Und zwar habe ich hier eine Kerze und die sieht so aus. Das ist diese hier, das ist von der Marke Makers of Wax Goods in der Geruchsrichtung Vanilla Bourbon oder auch Vanilla Bourbon, wie auch immer, Bourbon, Vanille, ich weiß es nicht. Ich habe die vor Monaten, das ist wirklich jetzt schon länger her, es war noch im Sommer bei TK Maxx gekauft. Und da habe ich die für knapp 20 Euro gefunden und das ist wirklich eine große Kerze. Also ihr seht, die, da hat man längere Zeit was und ich habe die jetzt im Oktober wirklich ständig angehabt. Jeden Tag und ich finde einmal sieht die wunderhübsch aus mit diesem Holzdeckel, den die oben drauf hat. Und dann ist dieses Etikett auch noch richtig schick gestaltet, wie ich finde. Es sieht wirklich richtig edel aus. Und das war, muss ich jetzt zugeben, auch primär der Grund, weswegen ich sie gekauft habe, dass sie nämlich so toll aussah und ich habe sie hier halt so als Dekoartikel eigentlich fürs Schlafzimmer noch in der alten Wohnung in Hamburg gekauft. Jetzt sind wir hier nach Köln umgezogen und ich fand so, die Wohnung hat irgendwie, die neue Wohnung hat eine Zeit lang halt irgendwie ganz merkwürdig gerochen und ich glaube, das lag auch irgendwie, dass ich hier geschrubbt habe ohne Ende, irgendwie um den ganzen Dreck so von den Vormietern wegzumachen. Und es hat lange Zeit immer so extrem nach Putzmitteln hier gerochen und egal, wie man gelüftet hat, irgendwie so richtig ging der Geruch nicht raus. Und da war für mich die einzige Lösung, war ja, Duftkerzen muss her. Und da hat diese hier einfach absolut ihren Zweck erfüllt, denn die hat einen Geruch, der ist so intensiv und einfach so lecker dabei. Also das ist, ich kam, wenn ich unterwegs war und wieder in die Wohnung zurückkam und ich habe die Haustür aufgemacht,
Und es kam einem schon noch so dieser Vanilleduft entgegen. Die Kerze war natürlich nicht an, wenn ich weg war, aber weil dieser Duft einfach noch so in der Wohnung gestanden hat. Und es war einfach, ja, sie riecht einfach unbeschreiblich lecker. Ich habe jetzt inzwischen, es ist mehr aufgebraucht, als man von außen denkt. Also es hat sich teilweise so noch so reingefressen sozusagen. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte aufgebraucht. Und ich muss sagen, ich werde wirklich traurig sein, wenn diese Kerze ganz aufgebraucht ist. Trotzdem möchte ich da nicht irgendwie dran sparen, damit der Geruch einfach so gut gefällt. Und ich liebe es, wie diese Wohnung duftet. Und wie gesagt, im Oktober fast jeden Tag angehabt. Und ich habe mal nachgeschaut im Internet. Es gibt diese Marke Makers of Wax Goods. Ich weiß nicht genau, wo die herkommen. Es gibt einen Online-Shop dazu. Genau diese Kerze habe ich da nicht gefunden. Ich habe auch geguckt, es gibt auch Kerzen von denen bei Amazon, wo die verkauft werden. Allerdings zahlt man dafür so eine Kerze über 100 Euro. Normal bei dem im Online-Shop kostet eine Kerze aber so, ja, ich glaube, es waren so 20 Pfund oder 20 Dollar. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, ich werde bei TK Maxx nochmal die Augen offen halten nach. Vielleicht haben die nochmal diese Kerze oder andere Sorten davon. Und das kann ich euch auch definitiv empfehlen, denn diese Kerze riecht einfach wahnsinnig lecker. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin eine absolute Leseratte. Ich liebe es zu lesen. Und da darf natürlich auch das Buch, das mir im Oktober am besten gefallen hat, nicht in meinen Favoriten fehlen. Und zwar ist das dieses hier von Thomas Thiemeier, der erste Teil der Chroniken der Weltensucher. Und zwar heißt das gute Stück Die Stadt der Regenfresser. Und mir war so richtig nach so einem Abenteuerroman für Jugendliche und das bekommt man hier auch geboten. Das ist eine abenteuerliche Geschichte, gespickt mit fantastischen Elementen. Hier geht es um einen Professor, der im Prinzip immer auf der Suche ist nach neuen Entdeckungen. Das Ganze spielt im so Ende des 19. Jahrhunderts, meine ich. Und das heißt, man hat hier halt einmal so diesen historischen Aspekt mit dabei, also so, dass man sich irgendwo als Leser so mit auf eine Reise sozusagen in die Vergangenheit genommen wird, aber auch auf eine Reise in, wirklich in ein absolutes Abenteuer, in ein fantastisches Abenteuer. Und ja, diese Geschichte hat mich einfach wirklich absolut begeistern können. Und auch der Protagonist Oscar, der eigentlich ein junger Taschendieb ist, aber irgendwie dann diesem Humboldt in die Hände fällt und der sieht halt in ihm etwas, das viele andere vorher noch nicht gesehen haben, nämlich dass er sieht, so, dieser Junge, der hat ganz viel Potenzial und den möchte ich gerne mitnehmen auf meine nächste Abenteuerreise, auf meine nächste Entdeckung. Und ja, es gibt viel zu erleben hier als Leser. Zwar machen sich die Weltensucher sozusagen auf die Suche nach einem verschollen geglaubten Volk, das scheinbar in den Wolken lebt. Und da gibt es natürlich viel zu entdecken. Und das Ganze ist ja eine Jugendbuchreihe. Und ich habe diesen ersten Teil schon sehr, sehr lange ungelesen zu Hause stehen gehabt. Und im Oktober war so, da, genau da habe ich jetzt Bock drauf. Und ich werde mir deswegen die anderen Bände auf jeden Fall auch noch zulegen und bin sehr gespannt darauf. Und falls ihr nach einer fantastischen Abenteuergeschichte sucht, ist das auf jeden Fall genau das Richtige für euch. Und kommen wir zum letzten Favorit. Ich hatte im Oktober auch ein bisschen mehr Freizeit als, als sonst, als der Umzug soweit irgendwie durch war. Und für den Umzug bin ich auch viele meiner Sachen irgendwie durchgegangen und habe geguckt, so, was brauche ich noch, was misste ich aus, was kann ich verkaufen, und bin dabei auf meine komplette Sims-Sammlung gestoßen. Ich bin sozusagen Fan der Sims der ersten Stunde. Ich hatte vom Die Sims 1, beziehungsweise habt ihr immer noch von Die Sims 1 halt sämtliche Add-ons, und die versuche ich jetzt irgendwie zu verkaufen. Dann kam Die Sims 2 raus und dann habe ich mir da so die natürlich Die Sims 2 zugelegt mit den ein oder anderen Add-ons, und dann kam Die Sims 3 und das durfte ich mir natürlich auch nicht entgehen lassen. Und ich habe mir das Spiel nochmal neu installiert und habe angefangen zu spielen, und deswegen zu meinen Favoriten im Oktober gehören die Sims 3. Ich habe für die Sims 3 habe ich nur ein Add-on, aber ich finde, das ist auch völlig ausreichend so für den Zweck, für den ich das habe, mal ab und zu irgendwie so ein bisschen, einfach ein bisschen zu daddeln in meiner Freizeit. Und zwar ist das Into the Future. Hier kann man mit seinen Sims irgendwelche Zeitreisen machen in die Zukunft. Und ich will da gar nicht so sehr so genau ins Detail gehen. Ich meine, ihr kennt wahrscheinlich alle die Sims. Jedenfalls wollte ich es nicht unerwähnt lassen, da ich, muss ich zugeben, schon relativ viel Zeit oder relativ viel Freizeit für die Sims 3 aufgebracht habe. Und daher wollte ich das auch mit reinnehmen.
Ja, mehr gibt es eigentlich zu den Sims auch nicht zu sagen, außer dass man einfach, dass es süchtig macht, ja. Also man bekommt einfach überhaupt nicht mit, wie die Zeit vergeht. Also ich habe mich dann dabei erwischt, wie ich gemerkt habe, oh scheiße, jetzt habe ich gerade hier 2 Stunden einfach nur die Sims gespielt und nichts wirklich Sinnvolles gemacht. Aber es macht ja auch Spaß und wenn das mal passiert an dem Tag, dann finde ich das auch absolut in Ordnung. Ja, deswegen die Sims 3. Das war es dann auch schon mit meinem Oktober, mit meinen Favoriten im Oktober. So. Ich hoffe, euch hat das Video einigermaßen gefallen. Falls das der Fall war, lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch da oder vielleicht einen Kommentar oder sogar ein Abo. Da würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen. Sonst wünsche ich euch jetzt erstmal natürlich einen wunderschönen Monat November und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!